Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Aufnahme von, das heißt eine neue Aufnahme, zu einer neuen Folge von Worms 4 Ultimate Mayhem. Wir haben im letzten Part die Worms Red Icarn Park angefangen. Ich glaube, das war mit den Cyborgs. Wir sind bei Page 4, Lauch im Gemüsebeet. Ich muss aber dazu sagen, ich werde aus gewissen Gründen, die werde ich aber kurz erläutern, nur noch diese Folge und die nächste Folge machen, da ich, wir haben ja jetzt, also wie soll ich das sagen, ich brauche den Slot für Worms 4 Ultimate Mayhem für ein anderes Spiel, welches ich ab Freitag möchte ich das, glaube ich, alle zwei Tage hochladen, halt den Slot, den hier Worms einnimmt. Und da habe ich mir gedacht, okay, du bist doch noch nicht durch mit den 35 3D-Kampagnen. Da habe ich gedacht, okay, komm, scheiß drauf, machst einfach mal die Alien-Saftlutscher als letztes. Und danach werden wir in den Aufgaben mal kurz reingucken. Ich gehe hier einfach mal rein. Wir verzichten einfach mal auf das Gelese. Ich stürze mich einfach voll ins Getümmel. Vielleicht mache ich hier so ein, zwei extra Large-Folgen, man weiß es nicht. Die Außerirdischen zapfen uns den Strom ab. Gebieten sie ihnen Einheit. Einhalt. Einheit. Cybermasi. Ich meine, Cybermasi. Hooker, Hooker. Mir gefällt die Map. Wir haben einige Waffen in der Hütte am Helikopter-Landeplatz versteckt. Sehr nice. Wer muss die Scheiße holen? Ich natürlich. Die meisten Außerirdischen sausen noch in ihren... Was? Wo ist die Kacke? Ah, da ist die Kacke. Boing. So, ich hole mal kurz das ganze Zeug. Schnauze. So. Boing. Wir holen die Viecher mal kurz alle ins Jenseits rein. Bams, bams, bams. Oh, ein super Scharf. Das macht mich super scharf, das super scharf. Ist das schlecht. Komm, mit der Base in der Hand, so crazy ist der Wurm. BAMS! Hätte mich gewundert, wenn ich jetzt nicht das Wasser getroffen hätte. Nass. Es ist sehr nass im Grab, weil nachts ist es dunkler. Als draußen. Okay. Nein, nicht gut. Nicht antworten! Nein! Puh, er lebt noch. Sehr gut. Ja, wir werden in dieser Folge jetzt hier die Aliens plätten, ein paar Dingen, die es hier noch machen, ne? Du weißt, was ich meine. Aufgaben und dann werde ich das Let's Play frühzeitig beenden. Und ich würde mal sagen, das reicht dann auch. Ich würde ja sagen, komm, wenn du das Spiel hast, dann lass mal zusammen zocken, dann machen wir so ein bisschen PvP. Aber ich bezweifle, dass es noch jemand großartig spielt. Es ist schon ein altes Spiel, auch wenn es geil ist. Natürlich. Na klar, warum sollte er auch wegfliegen? Pisskopf. Maximum Damage inflicted. Deswegen, ich könnte ja auch mal gleich, ich könnte in der nächsten Folge gucken, ob ich vielleicht online ein Battle gegen irgendjemand anderen austragen kann. Junge, das war schlecht. Aber ich bezweifle es. Damals hatte ich zwar einen Gegner, aber der war auch relativ, naja, schlecht. Kann man nicht anders sagen. Der war echt schlecht, also gut war anders. Warte mal, da oben ist einer, da ist einer. Wahaha. Wahaha, ja, du bist so witzig, hahaha. Bams! Und da fliegt er! Und da, ertrinkt er. Nass, es ist übrigens wieder sehr nass hier. The Aliens. Nein! Edward! Kleiner Wichser! Okay, wir haben einen Boden verloren, das ist nicht gut. Nicht Edward. Kleiner Bastard. Du widerlicher kleiner Bastard.
Bastard. Das müssen wir büßen. Erstmal muss der eine drauf gehen. Warum? Willst du mich verarschen? Warum ist der Wichser nicht? Warum ist die Mine nicht? Warum ist er? Hat er jetzt gerade. Kein Kommentar. Ja, du zuckst zurecht mit den Brauen. Das ist ja. Das ist schon irgendwie geil. Wie war das nämlich hier Zeitlimit hier? Ich habe keine Ahnung, ich habe aufgepasst. Aber ist mir auch wurscht. Ich möchte die einfach nur umbringen. Es ist schon irgendwie geil. Scheiße, ernsthaft? Das war ja schlecht von mir. I haven't traveled billions of light years just to get my green butt kicked. Richtig, da ist doch eine Mine. Warum geht die Mine nicht hoch? Willst du mich veräppeln? Nicht Genos! Nein, Genos! Genos, Gun! Nein! Er stirbt doch sonst nie! Du Bastard! Ich bring dich um! Hab ich nicht ein Jetpack vorhin eingesammelt? Bin mir sicher, ich habe ein Jetpack vorhin eingesammelt. Warum habe ich das Jetpack nicht mehr? Das jettige Pack. Wadum. Warte mal, da ist ja nicht so weit weg. Penner. Das hast du davon, weil du Genos umgebracht hast. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Ah, da oben ist Cybermasi. Was macht der Blödmann da unten? Bringt er sich etwa um? Nein, er bringt sich nicht um. Wow, Profi. Spyware detected. Profis von einem anderen Stern. Ich bin begeistert. Ja, du schreist zurecht, du kleiner Sack, du. Ah, er will mich umbringen. Ja, das wird er. Cybermasi kennt keine Gnade. Mögest du in der Hölle schmoren oder wo auch immer er jetzt hinkommen? Ich weiß es nicht. Achso, sie kommen ins Wasser. Okay, alles klar. Und tschüss. Er wäre sowieso gestorben wegen Dynamit, 75 Schaden. Aber hey. Badam, bam, bam. Yeah, wir haben es geschafft. Oh, wir sind so, so badass. Das hat sie erledigt. Plattformen können eingesetzt werden. Danke. 6,40. Oh, wir sind sogar. Oh, mit Zeitbonus. Gut. Sehr gut. Noch einmal angucken. Einmal zurück. Yay. Er spielt der Zeitbonus. Dann gehen wir noch einmal kurz in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das war das Level, was ich auf dem Gamecube. Ich habe Worms 3D. Das ist ja die Kampagne von Worms 3D. Habe ich damals auf dem Gamecube gehabt. Und ich bin nie weiter als bis zu diesem Level gekommen. Hierher kommen also alle Worms, wenn sie sterben. Ja. Bis zum Tod. Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe das Level auch geschafft damals. Die Mission. Ich habe es einfach nicht weitermachen können. Also ich habe nichts weiteres freigeschaltet. Es war immer irgendwie sehr merkwürdig. Und ich finde es cool, dass da unten dieser Strudel ist. Dieser Strudel. Strudel, Strudel, wala, wala. Wenn ich da runterspringe, dann bin ich tot, möchte ich nur mal anmerken. Deswegen mache ich das nicht. Ah, und da ist ein Geistwurm gewesen. Übrigens, die Insel ist weg. Ja, ja, mach mal schnell mit deinem Solo-Texten. Schön, dass er sich umgedreht hat. Ich hätte ja auch einfach springen können und dann wäre ich einfach in den Tod gehüppelt. Wäre nicht so geil. Aha, es pisst in der Hölle. Das ist ja sehr interessant. Oh, ich muss
Alex? Ich habe nichts, womit ich da weiterkomme. Warum? Ist hier kein Item? Da ist nichts. Soll ich da jetzt einfach so rüberspringen? Das klappt doch gar nicht. Das ist viel zu weit weg. Ich weiß doch, dass es zu weit weg ist, oder was ich. Ich mache einfach mal den hier. Aha, es hat aufgehört zu pissen. In der Hölle. So. Okay. Und ich bin tot. Aha, da unten ist Wasser. Interessant. Mach das weg. Hä? Warte mal, noch einmal. Ich gehe da nochmal rein. Haben wir halt so einen kleinen extra large Part. Ah, was war das denn? Ich möchte da... Hä? Aber kann es sein, dass ich es deshalb nicht geschafft habe? Dass ich es deshalb nicht geschafft habe, weil ich nicht wusste, wie ich weiterkomme? Ist das der Grund? Ist das selbiger Grund, weswegen und so weiter? Ich habe keine Ahnung. Naja, senden Sie mal mit dem Blut einer seiner komischen Holzklinge da. Interessiert mich im Feuchten. Ein Feuchtengericht. Ach ja, eine Plattform nur. Okay, ich verstehe. Ich muss das so machen. Ja, den Sprung, den schaffe ich nicht. Bin ich fest von überzeugt, dass ich den Sprung nicht schaffe. Aber Versuch macht klug. Wir versuchen es einfach nochmal. Was schon? Schade, dass ich nur eine Plattform kriege. Bumm. Ja, ja, ist weg. Komm mal hin. Der Geist fliegt aber noch fröhlich herum. Ja, kann er so lang rumfliegen und schweben, wie er lustig ist. Ah, jetzt guckt er in die richtige Richtung. Das ist dann wieder sehr interessant. Ja, 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 was auch immer da steht, es interessiert mich nicht im Geringsten. Muss ich von hier oben runterhüppeln? War das so? Jo, es war so. Man muss Opfer bringen. Alles klar. Nein, wir gehen nicht. So welchem Start? Der ist weg. Willst du mich verarschen? Return to Start, du hast denn die Merle. Ah ja, der Strudel, bla bla. Habe ich schon kennengelernt. Ist ein ganz netter Strudel. Huch. Okay. Alles klar. Es läuft besser als eben. Würde ich mal stark vermuten. Nicht wohl daran, dass ich schon weitergekommen bin und jetzt auf dem Grippe hier rumlaufe. Auf dem Grippe. Auf dem Grippe. Hm? Von Wirbel zur Säule. Yay. Okay, ich gehe wieder runter. Hui. Ich finde es toll, wie die Kamera manchmal hier mitspielt. Das ist einfach grandios. Die Kamera ist mein bester Freund. So wie in vielen anderen Spielen auch. Wir haben es übrigens fast geschafft. Wir sind fast beim Tod. Da ist übrigens eine Guillotine. Ui! Böse, böse, böse. Eine Guillotine. Da liegt ein Kopf. Ja, der Wurm hatte auch mal bessere Zeiten hinter sich. Und da haben wir es geschafft. Mami, ich komme nach Hause. Ja, da guckst du doof, was? Alter Schnitter, du. Ich habe dich abgeledert. Und da pisst es schon wieder in Jenseits. Das ist ja auch unglaublich. 2,18, 4,20. Echt, da braucht man so... Was sind das für großzügige Zeiten? Ich verstehe es nicht, aber ist ja auch egal. Gibt es noch irgendwas, was ich... Nee, komm, ich geh wieder raus. Ich gehe mal in die Aufgabe rein. Mit... den Red Punks. Machen wir einen Scharfschützen Dingenskirchen. Wir gehen einfach da rein. Wir ballern mal ein bisschen um uns. Wird auch mal Zeit für ein bisschen Action. Das war jetzt so ein bisschen jenseitiges Stealth-Manöver. This time we have the Sniper Challenge. Ah, der Sprecher.
Use your sight to zoom in on the landscape. And take out all the targets. Mhm. Go show 'em how to snipe like a proper worm. Kannst du haben. Kannst du haben. Ich würde die ganze Zeit nur kannst du haben sagen, aber es wäre... Oh. Ach, da oben. Hallo? 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 Was zuppelt denn auf einmal so? Weißt du was? Kannst du haben. Den Neustart kannst du haben. Ist ja erbärmlich gewesen. Bam, bam, bam. Immer daneben. Ich hätte einfach zoomen müssen. So, jetzt aber. Kannst du haben. Kannst du haben. Einfach immer rein und raus zoomen, dann passt das schon. Ich wäre ein Super Agent geworden. Also, was heißt Agent? Massenmörder. Trifft's wohl eher. Fertig. Jetzt habe ich mir kurz die Fresse gehalten, damit ich mich konzentrieren kann. Jeder Schuss ein Treffer, so wie es nur so gehen kann. Bitches. Und jetzt? Keine moderierenden Worte am Ende? Danke, Sprecher. Vielen Dank auch. 38 Sekunden, 2 Minuten haben wir Zeit. Sehr großzügig. Ah, okay. Ja, wirklich sehr großzügig. Ja, jetzt können wir hier noch so ein paar Klamotten machen. Schrotflinte, Präzisionsaufgabe, bla bla bla. Schieß mit deiner Schrottflinte auf die sich bewegenden Ziele, während sie vor dir zu Boden fallen. Erwische sie alle und erwische sie schnell. Ja, ja, habe ich keinen Bock drauf. Mal kurz gucken. Deathmatch, Deathmatch. Ist immer geil. Müssen wir schnell schaffen. Das sind also diese ganzen tollen Aufgaben. Yay. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal Todeskampf. 11. Aufgabe. Scheiß auf Story. Wir gehen einfach in den Kampf rein. Wir müssen fighten. Die Punker gegen Cyborgs vielleicht. Ich weiß es nicht. Die ganzen Aufgaben sind ganz nett. It's come to this, has it? These critters issue you a challenge. They wish to introduce you to defeat. Don't stand for that. Make sure it's their defeat. And do it quickly. The clock is ticking again. Cry havoc and let slip the dogs of war. And some other random Shakespearean stuff. Ja, ganz genau. Was auch immer du mir sagen willst, ich habe keine Ahnung. Die sind gnadenlos overhealed, möchte ich mal sagen. Die Penner. Das sind viele. Schnauze! Das sind echt viele. Ach, sieh mal einer, guck! Bams, erstes weg. Das ging ja schnell. Geil. Doch, er ist schon mal baden gegangen. Gut, dass da unten Wasser ist. Gut, dass er da unten... nicht Red Bee, nicht Red Boggy. Er hätte sterben können. Er hätte sterben können, tat es aber nicht. Ah, ja, ja, du wie auch. Was willst du bemüßen, du Penner? Hey, Kalle, alles klar bei dir? Ganz vergessen, wie ich die... Brutus! Warum Brutus? Frag Captain Baloo. Und seine tollkühne Crew. Oh, yeah! Ob ich den da hinten... Ja, toll. Ich schnauze. Ob ich den da hinten runtersammeln kann. Jo. Geil, hat geklappt. Boah, ich bin gut. Hat perfekt funktioniert. Werkzeug für Narren. Wie das knallt, voll cool. Okay, er kann schon mal Red Boggy, also Red Bee, nicht treffen. Er versucht es mit Kalle. Kalle hält das aber aus. Kalle ist toll, weil es ist Kalle. Kalle kann man einfach nicht umbringen. Man kann ihn verletzen, aber nicht umbringen. Siehst du, ein Schaden, das ist... Ja, ja, ganz genau. Er ist eine Memme, da hast du recht. Okay. Okay, okay. Der Wind spielt nicht mit, das ist toll.
Ach, Schnauze. Na ja, komm. Dann jagen wir den einfach so weg. Agent Dennis. Dennis. Genau so schreien auch die Dennis, die ich kenne. Warum ist er nicht abgesoffen? Stirb! Verdammt! Ernsthaft! Guck dir das an! Ernsthaft! Das ist ja wohl ein Witz, ey! Wie kann man nur so knapp überleben? Warum stirbt der nicht einfach? Also nicht Kalle, sondern der Dennis, ne? Das ist ja unfassbar. Ja. Da freue ich mich aber. Komm ich da auch hin? Na toll, da hinten am Arsch der Welt. Mama. Mann, wenn da mal die scheiß Treppe runterhüppeln würde, dann wäre das alles kein Thema. Na toll, es tickt die Uhr. Treffe ich überhaupt was? Ja, geil! Maybe next time. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wird sie doch zeigen. Ich habe das... Was? Ernsthaft? Rip Brutus. Was? Warum machen die das? Brutus, lebst du noch? Nee. Hä? Was? Jo, er lebt doch. Geil. Das kann ich dem Penner nicht durchgehen lassen. Was für ein dreckiger Hund, ey. Jetzt wisst ihr, wo da das Scheißding aufkommt, ne? Machen wir einfach mal, passt schon. Incoming! Ah, putzige Stimme. Trifft komischerweise immer so, wie es nicht treffen soll, aber egal. Naja, er ist schon mal von seinem hohen Ross runtergepült worden. Agent Orange. Orange. Ah, nicht Red B. Was? Warum trifft der? Wichser! Ja, jetzt aber. Rip Brutus. Gegen Dönerschäfer macht man nichts. So wie der geflogen ist, hätte er eigentlich die Decke küssen müssen. Penner. Ey, Kalle, du musst dich rächen. Ach, ich hab unendlich so... Ah. Na dann, ne? Darf der erstmal baden gehen? Tschüss, stirb, bitte schnell. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch schaffe. Wir sind noch 3 gegen 2. Ja, der stand eben noch super da. Okay, er macht lieber den da. Oh. Ich verstehe. Was für ein gerissener Wichser. Dafür werde ich ihn jetzt zerreißen, hoffe ich. Warte mal. Ich versuche einfach mal was. Just for the rules. Und jetzt mal hier verstecken. Ah, splittert komisch. Ah, wie kann man nur so scheiße splittern, ey? Na klar! Aber er hat sich selber auch getroffen, der Wichser. Das ist schon mal... Das ist jetzt gerade echt kacke. Das war kackig. So, wir machen das mal so. Ja, ob das so hinhaut. Ist doch kacke, weißt du was? Leck mich. Scheiße. Ne? So, it's come to this, has it? Ach, halt's Maul, Mann. Keiner mag dich. Lass mich in Ruhe. Warum haben wir eigentlich unendlich Superschäfchen? Das ist ja...
Ich meine, ich möchte mich nicht beschweren. Ich sage, das ist geil. Die Schafe sind cool. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Ich versuche die einfach mal nur mit Dönerschäfchen umzuklatschen. Wird schon schief gehen. Mhm. Ne, Cooper? Naja, grinst sich so blöd. Nicht Kalle. Lass Kalle in Ruhe. Mann! Lass Kalle zufrieden, Arschloch. That's amazing. Naja, voll amazing. Ich bin begeistert, wie amazing das ist. It's so amazing. Deine Mutter ist auch amazing, das sag ich dir. Schön, wie das Superschaf immer sofort in der Perspektive ist. Das ist der Wahnsinn. Na, diesmal mache ich das anders. Diesmal klatsche ich ihn. So weg! Ah! Na, wenn das nicht erfolgreich war... Ja, Dennis, ich wusste schon immer, dass du dein Seepferdchen nicht schaffen wirst. Egal, welcher Dennis jetzt zusieht, fühl dich angesprochen. So, die Bananenbombenkiste werde ich mir jetzt nicht holen. Hat er nicht so springen können, dass er sich wehtut? Holzhammer! Ah, okay. Wofür brauchst du eine Holzhammer, Narkose? Dorfdepp. Hallo! Ja, hi. Lass Red Bee in Ruhe. Red Bee, nein! Okay, war ja jetzt nicht so erfolgreich von dem, aber ist ja ist auch. Wir wissen, wer es war. Agent Smith möchte, glaube ich, gleich abkratzen, habe ich gehört. Mal gucken, was wir da haben. Ich hoffe, man hört nicht so, wenn ich auf die Taste hämme. Zielflugrakete, das ist auch schön. Über die Leuchtdinger runtergesemmelt. Agent Orange. Ich hoffe, es tat gut. 98, das lässt sich sehen. Schon fast ein Schrotflintenschuss kann ihn umlümmeln. Das ist auch toll. Nicht? Nein, nein, nein! Genau, hau Red Bee ruhig zu der Kiste. Das ist ganz toll. Red Bee müsste jetzt dran sein. 25, ernsthaft, das ist ja läppisch. Ist ja schon fast nicht der Rede wert. Aber wir reden trotzdem drüber, weil es ist echt toll. So, wow. Ja, Schnauze. Er kriegt schon, was ihm zusteht. So, Agent Smith ist wieder bei dem Fisch. Heiratet eine Meerjungfrau und zeugt Würmer mit Flossen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wären wahrscheinlich fehlgestaltete Mistviecher. Sehr gut, endlich verdallen sie mal einen Schuss. Freut mich. Freut mich sehr. Weil wir es können. Lassen wir ihn einfach jetzt mal abkratzen. Oh, no. Oh yeah! Ich trink mein Schlückchen! Na, bin ich nicht cool? Weil ich eine Sicherheitsnadel als Piercing trage. Versteht sie natürlich, ne? Die hat's da noch so. Nein! Verliert! Du Trottel! Trotteline, du! Ah, du kleiner Doofi! So geht man mit einem Superdöner rum. Hier, kriegst auch ein feuchtes Grab. Tschüss! Das war die Orange. Wir haben immer noch kein Teammitglied verloren, das ist voll geil! Doch viel besser als eben. Gut, dass ich abgebrochen habe. Ja, den gibt's ja auch noch. Ah, ich wollte doch die Kiste da haben. Verdammt! Was? Au! Yeah. Jetzt wirst du mir büßen. Ich werde ihn umbringen. Habe ich so gerade spontan entschlossen. Ich werde ihn töten. Und seine Familie.
Ich werde seine ganze Sippschaft ausrotten. Mache ich das damit, oder? Die Oma! Komm, übrigens lenken. Ich pupse für mein Leben gern, Jungchen. Schade, ich dachte, er fällt da runter. Aber hat nicht sein sollen. Hat nicht Tuten haben wollen. Oh, leave me alone. Also, Agent Cooper ist fast down. Und den, da werde ich auch noch umbringen. Ja. Nein, ich glaube, ich werde jetzt jemanden verlieren. Nein. Nein, ich Kalle. Dabei ist Kalle doch unsterblich. Nicht Kalle! Ach je. Okay, Kalle hat sich nur zurückgezogen in seinen komischen Grabstein. Er wollte es einfach spannender machen. Er ist gleich wieder da. Er ist gleich wieder da. Ich weiß es genau. Hoffe ich. Aber machen wir den. Ja, Schnauze. So, ich habe ihn getroffen. Das ist schon mal gut. Dann kann das Dönerschäfchen ihm gleich den Rest geben. Und wir sind doch in Zeitlimit. Ich glaube, wir haben bei 30... Oh, geil. Bei 30 Minuten angefangen, wenn ich mich nicht irre. Ey, ich wollte mit dem Dönerschäfchen! Aber wie der fliegt, da kotzt man ja gleich im Strahl. Toll, und die Kiste ist auch weg. Rette mich, ich bin enttäuscht. So enttäuscht. Ah. Ja, das brauche ich jetzt auch, ey. Und dann noch da am Wasser, willst du mich verarschen? Warum frage ich eigentlich? Natürlich will er mich verarschen. So. Zum Sieg! Gegen den bösen Argento. Das ist ja ein toller Name. Und tschüss! Ich habe keine Schadenfreude. Errungenschaft. Kein Ding. Und in letzter Sekunde. Okay. Zwei Errungenschaften freigeschaltet. Schön. Schön, dass sie nicht eingebildet werden. Ganz toll. Sieben Errungenschaften hätte ich gerne in der Aufnahme. Verdammt. Yep. 7, 57, 10 brauchen wir. Läuft. Ja, 7, 57, ne? Haben wir. Ah, 33 Minuten Folge haben wir auch. Das waren die Aufgaben. Weißt du was? Ich gucke jetzt einfach mal. Nehme ich jetzt die LP-Mafia? Ich nehme die LP-Mafia. Ich guck mal, ob ich hier Wertungsspiel, benutzerdefiniertes Spiel, Spiel erstellen. Deathmatch. Spieltyp Standard. Donnie's Game. Maximal Spieler 4. Passt schon. Private Plätze leer. Okay. Machen wir auch mal so. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Ich bezweifle es ein bisschen. Freunde einladen. Würde ich gerne, aber ich bin Mob. Nein. Deathmatch. Camelot. 1001 Kämpfe. 12 Uhr mittags. Die Map fand ich schon immer geil. Okay. Ich bezweifle, dass es jetzt noch jemand groß spielen wird. Ich habe so meine Zweifel. Aber hier könnte man rein theoretisch mit mehreren Leuten zocken, wenn sich da jemand finden lassen würde. Was ich aber auch irgendwie bezweifle. Das Spiel ist schon alt. Aber... Was weiß ich, geh mal raus. Was? Sitzung verlassen. Ja, Sitzung verlassen. Schnell Spiel machen wir mal. Vorgang läuft, okay. Was ist das, ein schnelles Spiel, ey? Halt, warte. So, noch einmal. Wertungsspiel, benutzerdefiniertes Spiel. Deathmatch. Okay. Einfach mal ausprobieren.
Rettungsspiel beitreten. Alles klar. Spielt überhaupt noch jemand dieses Spiel? Bin ich der Einzige? Don Marcy, Deathmatch. Boom. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, es spielt keiner mehr dieses Spiel. Ich bin der einzige Mensch auf dieser ganzen Welt. Dann ist es so ein tolles Spiel. Weißt du, was wir machen hier vorbei? Da würde ich einfach mal sagen, war es das schon mit der letzten Folge? Ich mache nicht zwei Folgen. Die Folge hier sollte ja eigentlich vorgestern rauskommen. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Probleme mit Connecten und so weiter. Das war alles so eine Sache. Und dann, ach, das ist ja auch scheißegal. Ich würde mal einfach sagen, das war's für dieses Let's Play. Warte mal. Vielleicht haue ich hin und wieder mal so einfach ein paar Kämpfe raus. Vielleicht findet sich ja jemand, der so im Real Life, vielleicht fliege ich mal Bock, mit einem Röhnchen zu zocken. Hier am PC, hier im Team. Dann bekloppen, bekriegen wir uns hier einfach. Vielleicht, mal gucken, ich weiß es nicht. Warte mal, meine Firma, wo war das? Hier ist der Shop. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Scheiße kriegen soll. Warum ist eigentlich im Shop nichts mehr drin? Wann rein? Galerie. Ah. Ach, sieh mal einer, guck. Nice. Okay. Schöne Map. Das sieht cool aus, gefällt mir. Au, oh, aber echt viel freigeschaltet. Wie schaltet man das überhaupt frei? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich werde noch sehr viel privat spielen müssen. Ja, würde ich mal sagen, ne? Das war's dann für das Let's Play. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich mich teilweise aufgeregt habe, aber es gehört dazu. Ich bin ja so ein kleiner Agro-Klaus, so ein Agro-Doss. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem anderen Worms-Spiel wieder oder in einem anderen Let's Play auf dem Channel. Ich würde mich freuen. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Geiles Spiel. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü und Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Oder meine kleinen Würmchen, je nachdem, wie man es sehen will. Hier sind es jetzt kleine Würmchen. So. Huch. Nein. Nein! Meine Idiotung kaputt! Nein! Toll. Arschloch. So. Bis zum nächsten Worms oder ein anderes Let's Play. Tüdelü.